Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Conquer the World mit Evil 2 Mod. Ja, ich zeige euch kurz meinen aktuellen Stand von meinem anderen Reich, meinem aktuellen Spielstand. Da hat sich was sehr Positives gemacht. Ich werde langsam richtig gut in diesem Spiel. Ohne dass ich viel mache irgendwie. So. Ich habe fast ganz Nordamerika eingenommen. Und das dank den Apachen. Die sind richtig gute Verbündete. Da sieht man wieder gut, dass die KI verbessert wurde. Außerdem haben diese zwei Städte gehörten den Spaniern und hatten zu wenig Zufriedenheit. Dann haben sich die zwei Städte einfach mehr angeschlossen, oder? Und das ist jetzt mal richtig geil, das wusste ich gar nicht, sonst kommen ja immer die Rebellen raus und so. Jo, und hier hat sich auch viel getan. Hier. Wie lautet euer Befehl? Artus am Werk. Der hat richtig viele Sachen bekommen. Und ja. Der wird noch recht gut. Den nehme ich nämlich immer zum Angreifen. Der ist Ackerbauer. Bei Wunder der Schönheit. Was? Minus 2 Kommando, geht's noch. Ja, der hat richtig gute Sachen. Ja. Also ich bin hier gerade. Wir werden niemals aufgeben! Irland angreifen und dann werde ich natürlich Frankreich hier noch. Wir sind immer noch im Krieg. Ja. Angreifen, aber die haben irgendwie keinen Bock hier durchzugehen. Wollen auch nicht dieses Schiff angreifen, nix. Ist ein bisschen komisch, die haben noch keine Gegenwehr gemacht. Diese zwei Dörfer waren extrem leicht zum Einnehmen. Und ja, wahrscheinlich ersticken die selbst in ihrer Dummheit, so viele Truppen auszuheben. Genauso wie Spanien, die werden nachher irgendwie schlechter. Und sehen wir mal die Schriftrolle für die Seitenwertung. Also Spanien ist momentan doch recht gut. Eigentlich Frankreich auch. Aber die haben keinerlei Chancen gegen mich. Und ich steige langsam immer wie Höhe. Ich habe halt alles eigentlich auf die Wirtschaft konzentriert am Anfang. Das sieht man auch an den Häfen. Die sind richtig gut ausgebaut. Soweit ich kann. Hier kann man nicht zum Beispiel nur noch die Marineakademie bauen. Und ja. Ist richtig genial. Der Mod macht richtig viel Spaß. Und ja. Leider ein bisschen zu einheitenlastig. Also die Gegner haben viel zu viele Einheiten, die einfach nichts können. Ja. Aber ja. Wenn jemand mit Überlegenheit angreift, ich mache einfach mal in ein oder zwei Runden mega große Armee und kill die alle miteinander. So, ja, da war ich. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Ah, ja, genau. Hier wollten wir zuerst die Truppen ringsum töten, bevor wir die Großstadt einnehmen. Oder wollen wir die kleine Stadt zuerst einnehmen? Euer Wille geschieht. Ich bleib mal hier. Wir jetzt werden mit der Loyalität. Aufgeben. Ah, der hat keine Loyalität. Das ist gut. Die haben keine Loyalität. Das heißt Autorität. Aha, also. Die Zufriedenheit. Wohin geht es?
Das ist eine Armee drin? Ja! Okay. Ich muss zuerst wieder reinkommen, aber... schauen, was Sache ist. Wir haben wenig Geld. Zu viele Truppen. Finanzen. Geplanter Gewinn. Also wir machen doch Gewinn. Ja, wir müssen eigentlich keine Truppen aufheben. Mein Herr? Okay, machen wir auf nächstes. Ja, ich wusste es, die wollen die Stadt verteidigen. Aber wir können einfach hier mal gut angreifen. Ja, ja, 75%. Man sieht es. Den zuerst angreife. Kommt doch einfach näher. Oh, der hat super ausgebildete Truppen. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Also super, nicht gerade, aber schon recht weit. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Ja, das nehme ich natürlich an. Lösegeld. Sie haben nichts Besseres als den Tod verdient. Wie lautet euer Befehl? Jetzt, was, nur noch 12, 10? Ah nein, das ist... die Zahlen sind noch hinten dran. Okay. Ja, da gehe ich hier hin. Wir marschieren, dieses, edler Feind. Dieses ihr Siedlung solltet an. Uns fürchten. Und, ich sorge ja, dafür, dass sie euch fürchten. Plätze. Okay. Cool, wir sind die fortschrittlichsten, die am meisten ausbauten und so. Aber das ist nicht schwer in diesem Spiel. Eine Stube. Aha. Ein Tempel. Ja, Farmgemeinschaft. Ja! Segel setzen! Ja, Kapitän. So. Loyalität. Okay. Ein neues Gefolge. Was für vernünftige Trumpf. Vernünftiger Trink. Schlechte Redner, keine Auswirkung. Oh, das wäre nicht gut. Im Real Life. Mein Herr? Mhm. Haben wir irgendwelche Einheiten noch? Zum Führen bereit. Ich weise euch den Weg. Ja, 48%. Bewege mich lautlos. Kaiser Zengde. Der Anführer ist in dieser kleinen Schrott in... Ding. Okay. Da können wir ja mal super... lohnend... dieses Reich mal ein bisschen durchwühlen. Hafen. Da ist auch der Hafen, okay. Also wir haben jetzt nichts zu tun mehr. Mein König? Scheinbar. Wohin geht es? Speichern wir lieber nochmal. Ja, ey. Japan. Nein. So. Ja, nichts mehr zu tun. Ah, da ist noch ein Attentäter. Aber der ist noch zu schwach. Wer ist mein Ziel? Mein König. Benennt das Ziel. 36%.
20%, ne? Wie ihr wünscht. Bin auf dem So, das ist 48%. Ja, Meister. Da unten ist noch eine Siedlung. Okay. Wir werden niemals aufgeben! Fortschrittliche Seite ist das Osmanische Reich. Oh. Egal. Ein Wirtshaus, Stuba. Ja, Stuba. Priester. Was haben wir eigentlich für Religionen hier? Ja, ist nicht gerade gut. Orthodox. Okay, wegen den Russen wahrscheinlich. Also hier haben wir die Stube gebaut, ne? Und hier können wir... Ja, müssen wir auch die Stube bauen. Denke ich mal. Aber hier ist schon viel besser. Okay. Jetzt haben wir hier schön zwei Häfen, die aber nicht versorgt werden. Doch hier. Zu weit auseinander, oder wie? Ja! Zurück an Land, Männer! Eure Befehle? So, vorbeten. Und sonst... Kornmarkt. Ja. Gibt's noch einiges zu bauen in der Hauptstadt? Ist das die Hauptstadt? Nein. Steht's hier? Ja. Ist das die Hauptstadt? Okay. Das Schiff könnten wir langsam hier runterbringen. Wir hier wie ihr wünscht, Kapitän. Blockade. Wir haben euer Wille geschehe. Okay, wir müssen uns heranwagen. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Wir marschieren dem Untergang unseres... Benötigt ihr einen Weg? Ja, Meister. Wer ist mein Ziel? Ja, wir überrennen jetzt dieses Reich. Großer Häuptling, bewege mich lautlos. Es gibt so viele Siedlungen hier. Bauberecht, Ratskammer, cool. Jetzt, was ist denn? Large Pagoda. Brunnen. Ja, was haben wir für Ordnung? Ja, zuerst ein Garnisonsquartier. Wir müssen unbedingt ein bisschen bessere Truppen ausbilden können. Naja, noch nicht. Lieber zuerst die wichtigen Sachen. So, Edo. In Edo hat's Pferde. Fürstliche Stelle. Nein, auch noch nicht. Machen wir hier auch Brunnen. Und in Hansjung. Ja, Stuba. Ist auch recht gut. Aber es ist sehr wichtig, dass die Religion, sonst gibt es richtig viel Unruhen. Und das wollen wir. Wie lautet euer Befehl? Edler Feind, ihr solltet uns fürchten. Das ist jetzt mit Burgmauer. Wollen wir machen?